Einen schönen guten Abend. Ihr seid Sandra, Ulrike, Dennis 15R und Ricarda. Und ich freue mich sehr, dass es endlich soweit ist, dass ich mit euch sprechen darf, denn ich kriege seit wirklich Monaten oder seit 2 Jahren ganz, ganz viele Mails, wo ich immer anbiete, mal ein Gespräch zu machen über eine ganz eigentlich unbekannte und äußerst merkwürdige Erkrankung. Und jetzt endlich könnt ihr euch mal auf der einen Seite auskotzen und auf der anderen Seite aber auch mal sagen, was ihr empfindet und was ihr euch wünscht und so weiter. Kennt ihr euch alle untereinander? Ja. Ja, Okay, super. nicht analog, aber Ja, aber ihr habt euch schon mal getroffen, genau. oder? Ja, dann würde ich sagen, ich glaube, das Einfachste ist, also ich bin Marc Benecke, Kriminalbiologe und habe einen Channel für seltene, eigentlich genetische Krankheiten. Darüber reden wir gleich nochmal. Und am besten stellt euch auch vielleicht einfach kurz der Reihe nach vor, oder? Okay, dann fange ich an. Ich bin Ricarda, Lehrerin. Und unterrichte Deutsch als Zweitsprache und Musik an einer regionalen Schule mit ungefähr 400 Kindern und bin leider seit einem halben Jahr arbeitsunfähig, weil ich Long-Covid habe. Ja. Kommen wir gleich auf die Einzelheiten. Wir können die anderen ja vielleicht Genau. kurz vorstellen. Ja. Sandra? Ja, ich bin Sandra, bin auch Lehrerin, habe ursprünglich aber Biosystemtechnik studiert und war erst in der Forschung tätig und unterrichte jetzt an einem Gymnasium seit 4 Jahren. Und ja, nach 2 Covid-Infektionen im Dezember und die zweite gleich im Januar hat es mich dann aus dem Leben gerissen. Was ist das für ein ursprüngliches Fach gewesen? Bio, wie hast du das genannt? Bio? Ich bin Ingenieur für Biosystemtechnik, genau, Aha. und unterrichte Mathematik und Biologie. Ah, Ja. ein Nerd. Sehr gut. Genau. Sehr gut. Nochmal Ladies first. Ja, ich bin Ulrike, ich bin 36 Jahre, ich bin Fachwirtin im Gesundheits- und Sozialwesen. Meine letzte Anstellung war die stellvertretende Teamleitung der Taskforce Corona beim Kreisgesundheitsamt und bin aber seit letztem Jahr Juli aufgrund von Long-Covid arbeitsunfähig. Du bist du Beamtin? Nein. Nee, angestellt. Angestellt Ja, gewesen, ja. Jetzt keine gewesen. Vertragsverlängerung aufgrund der Erkrankung bekommen, ja. Genau, und somit zur letzten Person. Ich bin Dennis, 28 Jahre alt, habe ursprünglich Lehramt studiert, verfolge aber seit 2 Jahren meinen großen Traum und mache eine Berufspilotenausbildung. Ich hatte im April 21 Corona und 6 Monate später bekam ich die ersten Long-Covid-Symptome. Ich würde sagen, dass ich mild bis moderat betroffen bin, vor allem körperlich, auch ein bisschen kognitiv. Und ja, das begrenzt mich ein bisschen in meiner Pilotenausbildung. Also dieser große Traum, der ist halt leider tatsächlich durch dieses Virus sehr in Gefahr geraten, sodass ich jetzt meine Ausbildung sehr verlangsamt fortsetzen muss. Wir kamen ja ursprünglich, also die ersten Mails, die ich bekommen habe, die handelten ja nicht von Long-Covid, sondern von einer verwandten oder ähnlichen oder vielleicht auch gleichen Erkrankung. Aber ihr habt jetzt alle diagnostiziertes Long-Covid, ne? Also ihr habt das vom Arzt oder von der Ärztin irgendwie bestätigt bekommen. Was haben die denn da eigentlich gemacht, um das zu diagnostizieren? Also ich war nach meiner Erkrankung letztes Jahr im März, dann im Mai bei meiner Hausärztin. Die hat einen Lungenfunktionstest gemacht. Das war so der erste Anhaltspunkt, der sehr miserabel ausgefallen ist. Und dann bin ich an die Long-Covid-Ambulanz der Frankfurter Uniklinik. Und dort wurden halt zig Fragebögen beantwortet, Blutabnahmen gemacht. Und ich habe da die Diagnose Long-Covid dann bekommen. Was hat dich denn dazu gebracht, das überhaupt untersuchen zu lassen? Also bist du nicht mehr die Treppe hochgekommen oder was hat dich am meisten im negativen Sinne beeindruckt? Ja, also es fing an mit kognitiven Problemen. Also, dass ich einfach gemerkt habe, ich bin nicht mehr in der Lage, so zu arbeiten, wie es gewohnt war. Ich habe vieles nicht mehr zusammenbringen können. Ich habe es nicht mehr geschafft, Texte zu verstehen. Sag mal ein Beispiel, wo es dir aufgefallen ist, vielleicht. Was für ein Text waren das, den du dann. Ja, also genau, waren einfach also Bücher, die ich gelesen habe. Und ich bin so ein Schnellleser gewesen und das hat irgendwie nicht funktioniert. Ich war am Satzende und habe gar nicht mehr gewusst, was eigentlich der Satzanfang war und in welchem Bezug das steht. Und ja, bei den Mathehausaufgaben meiner Tochter, 3. Klasse, ging halt gar nichts. Ja, dazu kam die Luftnot, also diese Kurzatmigkeit und muskuläre massive Beschwerden, Herzstechen. Ist das denn schlimmer oder besser geworden oder gleich geblieben, sagen wir mal in den letzten, weiß ich nicht, 3 Monaten oder so?
Also es ist im Juli dann massiv schlecht geworden, dass ich auch wirklich die Mehrheit des Tages gelegen habe, bis Oktober ungefähr. Da war ich überhaupt nicht belastbar. Und es wurde dann ein bisschen besser. Ich mache jetzt aktuell Helpapheresen und die scheinen mir sehr gut zu tun. Erklär doch mal, was das ist vielleicht. Für die, ja, das ist eine Blutwäsche. Also kann man sich so ein bisschen vorstellen wie eine Dialyse für nierenkranke Menschen. Und dort sind aber mehrere Filter noch angewendet. Bei der Dialyse läuft das Blut durch einen Filter durch. Aber bei der Helpapherese ist es so, dass das Blut aufgeteilt wird, auch ins Plasma. Und das durch verschiedene Filter läuft. Auf der einen Seite am Körper raus, durch die Maschine, auf der anderen Seite wieder rein. Das ist ein Verfahren, das eigentlich angewendet wird für Menschen mit zu hohen Blutfettwerten. Und jetzt seit, korrigiert mich, anderthalb Jahren ungefähr, zunehmend auch für Long-Covid-Kranke angewendet wird, allerdings hier auf Eigenkosten. Also es gibt keinerlei Unterstützung finanziell. Und was wird da gefiltert und was kostet das? Die Kosten liegen so zwischen 1.500 Euro. Pro? Das wird in Zentren oder Praxen gemacht von Ärzten, die halt schon lange mit diesen Apheresen arbeiten. Nee, aber 1.500 Euro pro Monat oder pro Blutwäsche? Also pro Anwendung, also pro Behandlung. Also es ist richtig teuer, ja. Ja. Und was wird da gefiltert oder gewaschen? Also was holen Sie raus oder fügen Sie hinzu dem Blut? Also Heparin wird hinzugefügt innerhalb der Maschine, um diese Microclots aufzulösen. Microclots, kann Sandra vielleicht gleich nochmal besser drauf eingehen. Das sind Blutgerinnsel, die zwar auch jeder hat, aber nicht in der Größe und auch nicht in der Menge, wie sie bei Long-Covid-Kranken gefunden werden. Und innerhalb dieser Blutgerinnsel vermutet man auch das Spike-Protein und auch Autoantikörper. Und dadurch ist die Durchblutung des Körpers vermindert, weshalb es auch wahrscheinlich zu diesen ganzen verschiedenen Symptomen gibt. Mhm. Kommt dann. Dennis, ich würde dich vielleicht nochmal kurz direkt ansprechen, weil du auch gesagt hast, du hast kognitive Ausfälle gehabt. Ja. Und du bist es ja wahrscheinlich auch gewohnt, nicht nur einfach was zu lesen oder so, sondern du musstest ja wahrscheinlich in der Ausbildung die ganze Zeit ganz bestimmte Tests machen. Wie ist es dir denn aufgefallen, dass da irgendwas nicht stimmt? Also es gibt ja den sogenannten Brain Fog. Im Gehirnnebel, da hat man quasi wie eine Blockade im Kopf. Man weiß, man kennt seinen Körper, man ist normalerweise vollkommen in der Lage, kognitive Aufgaben zu lösen. Aber dann ist es vor allem in Stresssituationen und bei komplizierteren Aufgaben so, dass man quasi nicht mehr dazu fähig ist, komplexe Gedankengänge auszuführen. Kannst du mal ein Beispiel aus deiner Ausbildung sagen, wo dir das aufgefallen ist? Ja. Also ich beschreibe es bei mir immer so, bei Routineaufgaben wie Autofahren oder mittlerweile auch Kleinflugzeuge fliegen, da habe ich diesen Brain Fog nicht, aber wenn dann komplexere Zusammenhänge verstanden werden müssen, beim Fliegen ist es ja auch Multitasking, da muss man dann gleichzeitig noch irgendwas, eine Aufgabe erledigen. Ich bin jetzt seit ein paar Tagen im Flugsimulator und da lerne ich was komplett Neues. Vorher war das auf echten Flugzeugen, da habe ich mittlerweile eine Routine, das funktioniert problemlos. Und jetzt im Flugsimulator ist mir aufgefallen, da kriege ich auf jeden Fall diesen Brain Fog. Und wenn der Körper sich an so eine Aufgabe gewöhnt, wird es auch wieder weniger mit dem Brain Fog, aber das ist jetzt bei mir ein Spezialfall, weil ich halt relativ mild betroffen bin. Da gibt es auch Leute, die können nicht mehr normale Gespräche führen, ne, weil die Konzentration fehlt. Denkst du denn, dass es stressbedingt sozusagen, du musst dich jetzt an den Flugsimulator gewöhnen, der Stress wirkt sich darauf aus, dass du sowieso schon ein bisschen stärker beansprucht bist, oder glaubst du, das hat noch irgendwas anderes zu tun, zum Beispiel mit der Helligkeit von den Displays oder irgendwas völlig anderem? Also bei mir hat es mit Sicherheit nichts mit der Helligkeit des Displays zu tun. Es gibt auch Leute, die sind sehr geräusch- und lichtempfindlich. Das ist bei mir nicht der Fall. Bei mir ist es einfach, dass es neue Aufgaben sind, die ich noch nicht gewohnt bin zu lösen. Und da reagiert einfach dann das Gehirn negativ drauf. Es gibt ja auch erwiesenermaßen neurologische Einschränkungen durch Long-Covid. Ja. Ja, Sandra, willst du vielleicht auch noch was dazu sagen, wie es bei dir aufgefallen ist am Anfang? Ja, ich bin vor den Schülern zusammengebrochen im Unterricht. Also ich habe mich nach den beiden Infektionen relativ, noch nicht fit, aber okay gefühlt. Bin dann wieder 3 Wochen in den Berufsstress und habe dann gemerkt, das wurde immer schlimmer. Habe dann Atemnot bekommen, mir war schwarz vor Augen, mir sind die Beine weggebrochen und bin dann mit dem RTW in die Notaufnahme gekommen. Und dann ging der Ärztemarathon los und ich lag beide Male auf der Neurologie tatsächlich in 2 unterschiedlichen Kliniken. Es war ein Raus und Rein mit 4-mal kam der Rettungswagen, weil ich habe meine Lunge und mein Herz ist alles in Ordnung. Ich habe aber vermutet von den Neurologen, also diagnostiziert wurde POTS, also das heißt, dass
mein autonomes Nervensystem, ich sag mal, einen gewissen Schaden durch die Covid-Infektion bekommen hat. Das heißt, so wie ich aufstehe, also jetzt geht es mittlerweile sitzen, das ging vorher auch gar nicht, ist mein Körper nicht mehr in der Lage, die Atemfrequenz, den Puls und den Blutdruck zu regulieren. Also es ist nicht die Lunge, also es ist nicht, dass die Lunge irgendwie kaputt ist, wie man sich das vorstellen würde, sondern dein Gehirn kann das Atmen nicht mehr richtig steuern, ne? Richtig, und das ist auch eine Autoimmunneuropathie vermutet. Das heißt, dass mein Autoimmunsystem quasi überreagiert, wie bei vielen. Es ist ja eben nicht die klassische Lungenbeeinträchtigung, die so kommuniziert wurde oder wird und als erstes bekannt war, sondern 90% der getesteten Long-Covidler sind positiv auf Autoantikörper. Das heißt, es ist ja schon ein Signal, dass der Körper irgendwie gegen sie selbst kämpft. Mittlerweile gibt es ja auch viele Theorien, sei es Mastzellen, es gibt Leute mit Unverträglichkeiten. Ich habe eine Histaminintoleranz entwickelt, habe ganz spät festgestellt, dass die neurologischen Einschränkungen ganz krass schlimmer wurden nach dem Essen. Also das ist auch in der Klinik nicht aufgefallen. Kannst du vielleicht mal kurz sagen, wo Histamin drin ist? Ich glaube, für Leute, die das noch nie gehört haben. Fast überall. Tatsächlich in den Lebensmitteln. Bei ausgesuchten Gemüsesorten bin ich jetzt so gelandet. Wo ist es nicht drin? Okay, wo ist es nicht drin? Genau. Nee, sag mal, also einfach 2, 3 Beispiele. Zucchini, Paprika zum Beispiel, was gar nicht geht. Das ist Tomaten, Erdbeeren, jegliche Art von Fleisch und alles muss ganz, ganz frisch sein. Das heißt, bei allem, was zum Beispiel Käse ist, bei so Gärprozessen, bei Reifungsprozessen wird halt Histamin freigesetzt. Da befasst man sich halt mit, wenn man dann aus der Not heraus liest und Publikationen wälzt und denkt, was ist hier los mit mir? Also ich hatte auch tatsächlich teure Therapien in den Kliniken. Ich hatte dann einen sehr, sehr guten Neurologen, der mir dann Glauben geschenkt hat. Ich habe auch viele negative Erfahrungen leider sammeln müssen, auch was den Kontakt mit Ärzten angeht und der Glaubwürdigkeit. Das war ein harter Kampf und habe dann auch Immunglobuline bekommen. Also das ist eine sehr teure Therapie, um ja so als Immunsystem einmal zu dämpfen sozusagen. Und eine Cortisonstoßtherapie, leider wurde ich dann so in semi-guten Zustand entlassen. Also es ist hat bei mir nicht so wirklich den Erfolg gezeigt, sodass man dann so ein bisschen an mutige Ärzte dann zum Glück geraten ist, die jetzt 1, 2 Sachen ausprobieren. Aber es waren Auf und Ab und es waren echt harte letzte 2 Monate, muss ich sagen. Ich will, bevor wir zu den Ärzten und Tipps vielleicht kommen, wie man da auch jemanden findet, der was mutiger ist, wie du gesagt hast, würde ich vielleicht die Ricarda nochmal fragen, wie ist es bei dir oder aufgefallen oder ja, habe mich natürlich in der Schule infiziert, mich ins Bett gelegt und gehofft, alles ist nach 14 Tagen überstanden. Ich lag 3 Wochen wirklich ganz schön hart nieder, aber dann dachte ich, ist alles wieder in Ordnung und bin aufgestanden, aber es war gar nichts in Ordnung. Also ich hatte auch neurologische Ausfälle, ich hatte Wortfindungsstörungen, was ich bislang nie kannte, ich habe Dinge vergessen. Ich habe die Wörter verkehrt rumgeschrieben, als hätte ich eine LRS, ja. Du meinst von vorne nach hinten oder wie hast du? Ja, vertauscht. Also das SCH oder so vertauscht. Es stand dann andersrum. Und ich habe ganz starke Herzprobleme bekommen. Ich hatte auch zu viele Systolenschläge, also im Langzeit-EKG und so weiter aufgezeichnet bekommen. Und das hat sich immer weiter verschlechtert, sodass ich jetzt bei Muskelschmerzen und Gelenkbeschwerden angekommen bin. Also ich hatte so eine Versteifung der Hände. Ich dachte, ich hätte jetzt Rheuma oder Arthritis bekommen. Und ich bin also kerngesund ins Bett gegangen und aufgestanden mit lauter Ausfallerscheinungen. Und dann ist man natürlich auf der Suche, so wie alle Betroffenen. Und weil wir vorhin gerade die HELP hatten, ich bin dabei zu überlegen, ob ich eine Immunabsorption machen werde, weil ich auch 5 von diesen 7 Autoantikörpern in meinem Blut nachgewiesen habe und bestimmte Autoantikörper eben aufs Herz auch gehen. Und ja, wenn man die neutralisieren könnte, ich vielleicht Erlösung hätte von meinen Symptomen. Da können wir eigentlich direkt mal einsteigen. Fragst du eigentlich dann die Kasse, ob die das zahlen oder gehst du davon schon gar nicht aus, dass solche Sonderbehandlungen bezahlt werden? Also ich habe schon in vielen Selbsthilfegruppen gelesen, dass viele Anträge bei den Kassen also erfragt wurden und gestellt wurden, aber nach wie vor eine Ablehnung kam mit der Begründung, ist für Long-Covid nicht zugelassen. Mhm. Ist für mich aber irrelevant, weil wenn es hilft, dann, man sucht ja jeden Strohhalm, ja. Also ich denke jetzt wirklich darüber nach, ob ich die 15.000 bis 20.000 Euro ausgebe und das mache.
Ja, klar. Ach so, ich wollte noch eine Sache, weil das sonst auf jeden Fall in den Fragen kommt. Könnt ihr mal kurz nur die Hand heben, wer von euch geimpft war zu dem Zeitpunkt, als ihr es bekommen habt? Niemand? Also keiner von euch war geimpft? Ah, okay. Bevor wir weiter, ich würde gerne noch etwas erwähnen. Ja. Und zwar, anfangs habe ich ja erwähnt, dass ich eher körperlich betroffen bin und zum Glück nicht kognitiv, sonst würde es mit dieser Pilotenausbildung gar nicht weiterhin funktionieren, auch wenn es eingeschränkt ist. Körperlich ist es bei mir so, dass ich halt eine Belastungsintoleranz habe, wie viele andere auch. Und was für viele eben nicht vorstellbar ist, ich war ein sehr sportlicher Mensch, eigentlich sehr ein Breitensportler, war 3 bis 4 Mal in der Woche im Fitnessstudio an manchen Tagen oder in manchen Wochen. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, weil man lebt ja zuerst sein normales Leben weiter, weil man nicht weiß, was man hat. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, dass ich nach einer ganz normalen Sporteinheit, wie ich sie immer gemacht habe, Herzrasen hatte. Ich lag eine Woche mit grippeartigen Symptomen. Die hat man natürlich auch, kann man natürlich auch erstmal nicht einschätzen, woran es jetzt liegt und was es ist. Ja, dann liegt man nach dieser Sporteinheit eine Woche lang im Bett und weiß erstmal nicht, was es ist. Und das ist eben die Belastungsintoleranz, post-exzessionell Malaise heißt es. Und davor sind nicht mal sportliche und kerngesunde Menschen geschützt, ne? Ja, klar. Nochmal ganz kurz zu der Impfung. Also ich frage das deswegen, weil dann habt ihr auch keine Erfahrung mit der Impfung gemacht. Also niemand von euch hat da irgendwie besonders starke Reaktionen oder sonst was gehabt. Also das wisst ihr jetzt einfach nicht. Ja. Also ich wurde nach der Infektion geimpft. Ich hatte keinen Zugang zur Impfung und habe eine Impfung im Nachhinein dann, da war noch diese 6-Monats-Empfehlung, eine gemacht. Okay, aber im Großen und Ganzen habt ihr keine Erfahrung, wie es jetzt gewesen wäre. Gut, das ist ja auch schon mal wichtig zu wissen, weil es gibt ja auch Leute, die haben stärkere Impferscheinungen gehabt. Okay. Habt ihr denn sonst, sagen wir mal, nehmen wir mal an, das würde sich in diesem Immunbereich aufhalten. Wie ist das denn bei euch mit Allergien? Nur mal jetzt ganz schnell durchgefragt. Also hattet ihr früher oder habt ihr jetzt irgendwas Verrücktes, Heuschnupfen oder ihr kriegt so dicke Beulen, sobald eine Mücke in der Nähe ist oder sonst irgendwas? Oder wie war das? Können wir einfach der Reihe nach vielleicht mal durchgehen? Sandra, bei dir? Na, bei mir ist, wie gesagt, diese Nahrungsmittelunverträglichkeit. Nee, vorher. Nee, nie. Gar nichts. Ja. Gar nichts. Ulrike? Ja. Minimal Heuschnupfen. Und Dennis? Außer Heuschnupfen auch nichts. Aber den Heuschnupfen hast du schon immer gehabt? Also den habe ich auch therapiert durch so eine Desensibilisierung. Also der war eigentlich fast weg. Ja, verstehe. Und Ricarda? Bisschen Birke. Ja, okay, also gut, ja. Also euch ist, das ist vielleicht auch wichtig zu sagen, also ihr hattet jetzt vorher, falls das eine Immunbeteiligung ist, nicht so dieses Problem. Dann würde ich jetzt dazu sagen, weil mir schon mal ein bisschen durchgeklungen ist, okay, die Kassen zahlen es nicht, gut, das können die immer sagen, es ist nicht zugelassen, klar, es ist nicht zugelassen, wie soll es so schnell auch zugelassen sein? Mhm. Also da brauchen wir jetzt nicht drüber reden, aber wie ist das, wie waren eure Erfahrungen mit Ärzten? Das könnt ihr eigentlich auch ruhig der Reihe nach mal erzählen, weil ich denke, je nachdem, wo ihr wohnt, habt ihr da wahrscheinlich auch ein bisschen verschieden euch rangearbeitet. Können wir einfach rückwärts anfangen, Ricarda? Was hast du so für Erfahrungen gemacht und was für Tipps hast du, was man sagen sollte, was man nicht sagen sollte? Also mein Hausarzt hat mich zu allen Fachärzten überwiesen, also alle, die da gewünscht waren. Ich hatte zum Beispiel eine Nase, die komplett zu war nach der Infektion und nie wieder aufging. Ich hatte aber keinen Schnupfen, ich hatte einfach eine Nase wie ein Stein, ja, als hätte bei mir auch irgendwas im Gehirn da was angerichtet. Also war ich beim HNO, beim Kardiologen, beim Pneumologen. Ja, alles, was ich gewünscht habe, wurde untersucht. Und das heißt, dann haben die immer gesagt, meinetwegen jetzt bei Hals, Nasen, Ohren, haben die gesagt, okay, wir sehen jetzt keine, weiß ich nicht, vereiterten Nebenhöhlen. Warum die Nase zu ist, wissen wir nicht. Also verstehe ich das richtig, oder? Es ist nicht so einfach zu befunden, wie man denkt, weil sich alles im Mikrobereich abspielt und so ein ganz normales, großes Blutbild da nicht viel aufweisen wird, obwohl auch in meinem Blutbild gewisse Parameter nicht stimmen. Also ich habe auch veränderte Blutwerte, Monozyten, Granulozyten erhöht, Leukozyten erhöht, also Dinge, die vorher in Ordnung waren. Und ja. Hast du vorher Blutbilder gemacht schon mal? Also du wusstest, oder es gab Informationen über alte Werte, oder? Ich habe Vergleichswerte, ja. Ich habe auch sogar ein Vergleichs-MRT habe jetzt noch mal eins machen lassen, um zu gucken, ob irgendwelche Läsionen in meiner Gehirnregion da schon stattgefunden haben. Und? Haben welche stattgefunden? Ich habe noch keine Auswertung. Also ich bin wirklich noch drauf und dran. Hast du denn als Diagnose jetzt ME/CFS oder Long-Covid oder unspezifisch? Also ich meine, irgendjemand, sagen wir mal spätestens dein Hausarzt oder deine Hausärztin, muss ja irgendwas melden, um dich krank zu schreiben auch. Oder haben die da irgendwas? Es gibt ja auch so Ausweichdiagnosen, die immer stimmen, ne?
Also ich habe Long-Covid-Syndrom steht auf meinem Krankenschein. Und ich habe auch manchmal so Zitteranfälle, also so ähnlich, wie wir sie manchmal auch im Fernsehen präsentiert bekommen haben nach der Impfung. So findet das bei mir auch statt ohne Impfung. Ja, also ich weiß nicht, so wie Muskelzuckungen oder Zitteranfälle, wie soll ich sagen, ja. Aber ohne Schweißausbruch, also kein Schüttelfrost oder? Nee, ja. Auch in unterschiedlichen Körperregionen, ja. Also du warst eigentlich, sagen wir mal, ärztlicherseits jetzt halbwegs vernünftig versorgt, weil du direkt zu den Fachärztinnen und Fachärzten konntest sozusagen, ne? Ja, nur gibt es keine Lösung. Also es gibt ja keine Lösung und das Ende ist wieder, dass man dann selbst irgendwas machen muss. Mhm. Ja. Ja, verstehe. Ja, Dennis, wie löst du das? Ich meine, für dich ist das ja jetzt auch eine Frage der Ausbildung und deines Lebenstraums. Ne? Also ich habe eine Fliegertauglichkeit zu erfüllen jedes Jahr. Von daher wusste ich schon objektiv, dass ich eigentlich gesund bin. Und ich habe aber dann auch noch ein bisschen Druck gemacht bei den Ärzten. Mein Fliegerarzt war auch sehr daran interessiert, dass ich Facharzttermine bekomme. Der hat schon kooperiert, also nur ein Facharzt, Kardiologe und so weiter. Da wurde alles ausgeschlossen. Also auf dem Papier bin ich gesund. Mhm. Allerdings konnte ich nicht akzeptieren, dass ich Herzstechen habe regelmäßig. Und trotzdem sagt der Kardiologe, ich bin gesund. Da habe ich ein Herz-MRT durchgeboxt. Da musste ich wirklich für kämpfen. Und selbst dieses Herz-MRT verlief ohne Befund, ne? Ist das bekannt? Also hast du das schon mal von anderen Patientinnen gehört mit dem Herzstechen? Ja, ja, das ist bekannt, ja. Ich finde das sehr interessant, dass ihr so gut untersucht seid. Also das ist ja schon mal sehr interessant. Ne? Also dass das wirklich etwas ist, was man dann im normalen MRT oder im normalen Blutbild vielleicht so angedeutet sieht, aber nicht richtig verstehen kann. Ne? Und die Untersuchungen, die man eigentlich bräuchte, sind sehr spezifische Untersuchungen wie diese Autoantikörperdiagnostik. Und die wird eben nicht von der Krankenkasse bezahlt, das muss man privat machen. Da muss man auch privates Blut einschicken. Mhm. Genau. Wie, von welchen Kosten redet man da? Weißt du das zufällig? 200 bis 300 Euro. Und wie oft müsstest du das dann machen? Je nach Interesse. Also ich habe es einmal gemacht, aber es ist natürlich interessant, es vielleicht nach einem halben Jahr oder, ja, oder nach einem Jahr nochmal nachzuschauen, ne, ob sich das verändert hat. Also das ist noch finanzierbar, ne, im Vergleich zu anderen Verfahren, wie wir das gerade gehört haben. Mhm. Genau, wie diese Immunadsorption, 20.000 Euro. Ja. Das machen sehr viele, weil sie eben überzeugt davon sind, dass diese Autoantikörper aus dem Blut ausgewaschen werden müssen. Mhm. Aber leider fehlen dazu noch die Studien. Sonst würden vielleicht die Krankenkassen sagen, ja, wir unterstützen da ein bisschen. Ja, verstehe. Wuff, wuff. Wer hat einen Hund von euch? Das ist der Nachbar. Soll er ruhig, kann auch ruhig mal ins Bild kommen, der Hund. Ja, Ulrike, hast du Tipps und Hinweise und Erfahrungen mit Ärztinnen und Ärzten? Ja, also ich habe letztes Jahr dreimal den Hausarzt gewechselt. Die ersten beiden Hausarztpraxen haben mich überhaupt nicht ernst genommen. Also warum eigentlich nicht? Also kannst du das mal schildern? Also sagst meinetwegen, ich habe den und den Ausfall. Was gibt es denn daran, nicht ernst zu nehmen? Ja, es gab halt keine Befunde. Ne? Also ich habe halt bei den Otto-Normal-Blutwerten war halt alles in Ordnung, außer dann dieser Lungenfunktionstest. Aber ansonsten gab es halt nichts, was auffällig war. Und wenn man dann halt irgendwann auch verzweifelt vom Arzt sitzt, dann kommt halt auch irgendwann, dann müssen Sie sich halt mal ein bisschen ausruhen. Legen Sie sich mal ins Bett, machen Sie mal frische Luft und dann wird es schon wieder. Und es ist aber nicht geworden. Ich habe dann auf eigene Faust mir eine Privatärztin gesucht. Die hat einen Zytokin-Status bei mir gemacht, auf eigene Kosten natürlich wieder. Das waren so um die 300, 400 Euro. Und dieser Zytokin-Status, der ist massiv von allen möglichen abgewichen. Also ganz heftig war das Interleukin 6, was auch jetzt immer mehr ins Gespräch kommt. Das war nicht mehr messbar bei diesem Labor. Ja. Und prinzipiell passiert es aber auch nichts. Also ich habe das dann den Ärzten vorgelegt und die haben sich das angeguckt und meinten, naja, ist halt nur, also ja, was soll ich jetzt damit anfangen? Mein jetziger Hausarzt, der halt dann später erst ins Spiel kam, der meinte auch, hätte man halt irgendwie entzündungshemmend reagiert, wäre vielleicht dieser ganz große Schaden abzuwenden gewesen. Mittlerweile habe ich Ärzte um mich herum, die zwar auch sagen, sie haben nicht wirklich Ahnung, also es gibt Long-Covid, das sehen sie und sie stellen auch meine Diagnose nicht in Frage, aber wenn ich dann um Tipps oder Verbesserungen oder sonstiges frage, dann kommt da, ach, wissen Sie, Sie wissen eigentlich viel mehr als ich. Aber dafür bin ich auch dankbar, weil die Ärzte zwar zugeben, dass sie da noch nicht so die Ahnung haben, was für mich persönlich auch gar nicht schlimm ist, aber sie erkennen meinen Wissensstand an. Und wenn ich mit Vorschlägen komme und einfach wissen will, gibt es Kontraindikationen, kann irgendwas, ne, ist irgendwas, was da schieflaufen kann, dann unterstützen sie mich. Und das ist für mich aktuell wirklich sehr, sehr viel wert. Ja, klar. Und dass es auch überhaupt mal dokumentiert wird. Ne? Das ist auch wichtig, weil wenn du nicht ernst genommen wirst, wird ja auch nichts dokumentiert. Ne? Ja, Sandra, wie ist das bei dir? Hast du Tipps und Erfahrungen mit den
Ich habe ja leider unterschiedliche Erfahrungen gemacht, wie ich schon angedeutet habe. Also ja, meine Krampfanfälle wurden dann von den Notärzten zur Kenntnis genommen. Natürlich denkt man da erst an einen Schlaganfall, was auch immer, ja. Wie bist du, wie hast du denn gekrampft? Am Gesicht oder im ganzen Körper? Am ganzen Körper. Mhm. Die Wirbelsäule hat sich angefühlt, als ob die von unten nach oben einmal steif wurde. Es fing an mit Muskelschmerzen und dann hat sich das meistens zum Abend dann hochgestaut. Ja, dann habe ich krampflösende Mittel bekommen und jedes Mal bin ich in der Notaufnahme angekommen und die Ärzte konnten es nicht glauben und dann stand auf dem Entlassungsbericht Panikattacke. Und wie lang warst du dann jeweils in der Klinik nach solchen Panikattacken? Das war unterschiedlich. Ich wurde dann nach 6 Stunden das erste Mal entlassen oder auch mal nach 2 Stunden mitten in der Nacht, weil sie nichts wussten. In der ersten Klinik lag ich 3 Tage auf der Neurologie. Ich hatte extreme Blutdruckschwankungen, konnte überhaupt nicht aufstehen. Also im ersten Moment hatte ich 140 zu 110, im zweiten 70 zu 30. Also bin dann auch am Tag der Entlassung morgens noch zusammengebrochen. Und dann hat mich der Arzt einmal aufs Bett gehoben und hat gesagt, für ihn ist das alles psychosomatisch und da kann mir nicht helfen, weil die Standardtests nichts zeigen. Und er empfiehlt mir, mich in die psychiatrische Klinik zu verweisen. In welcher Abteilung warst du denn da? In der Neurologie. Ach, das war eine Neurologie. Also der Neurologe wollte dich in die Psychiatrie schicken. Und was hast du dann gesagt? Genau. Dann hat er gesagt, warten Sie mal ab, wir können ja erstmal nach Hause. Und dann war es aber zu Hause so schlimm, dass ich tatsächlich bis auf die Toilette getragen werden musste, weil es wirklich schlimm wurde. Bis dann 1,5 Wochen später, so haben wir den Zustand hier zu Hause hinbekommen, halbwegs nur bettlägerig gewesen. Dann war der zweite Krampfanfall, dann kam ich in eine andere Klinik. Und da lag ich, wie gesagt, ein bisschen länger, 3 Wochen. Da kam dann auch raus, dass im MRT, ich hatte auch vor 2 Jahren schon mal ein MRT, da war halt nichts. Ah, gut. Und jetzt habe ich nach der Infektion aber entzündliche Veränderungen im Gehirn. Und das konnte sich keiner erklären. Ja, ich hatte auch eine Nervenwasseruntersuchung. Also ich hatte wirklich 12 Untersuchungen, alles was ging. Und die Symptome wurden halt trotzdem nicht besser. Ja, und dann wurde ich nach den 3, also nach 2 Therapieversuchen, wie vorhin schon angesprochen, wurde ich dann entlassen. Habe mich da nicht so wirklich mit zufrieden gegeben, weil es einfach auch kein Leben war, 95% im Bett liegen zu können. Und ja, diese neurologischen Symptome machen einem ja schon Angst irgendwo, ja. Geschweige denn noch von dieser POTS-Diagnose. Und dann habe ich Publikationen gewälzt, wissenschaftliche Veröffentlichungen, habe mir einen Ordner angelegt, bin zur Hausärztin, habe gesagt, so und so sieht es aus. Also meine Magen-Darm-Flora ist völlig zerstört, auch noch ein halbes Jahr später. Und sie hat mir die Publikation ungeöffnet zurückgegeben und gesagt, sie kann mir nicht helfen. Es ist noch relativ neu, ich soll in die Reha. Aber Moment mal, noch ein paar Fragen. Also erst kurze Fragen. Also erstmal, du liegst im Bett wegen der Schwäche oder wegen den Krampfanfällen? Wegen den neurologischen Symptomen. Also ich war nicht mehr in der Lage, gerade auszulaufen. Ja, das ist ja auch also bekannt eigentlich bei Corona. Der Schwindel, also Schwindel in Anführungsstrichen oder wie auch immer, ist eigentlich ja ein bekanntes Symptom. Und warum denkst du, dass die Ärztin die Veröffentlichung nicht liest? Also meinst du, das ist jetzt Gleichgültigkeit oder Überforderung? Oder nee. Ich glaube tatsächlich, also es kommt ja auch immer wieder die Begründung, es ist noch zu neu, wir wissen noch zu wenig drüber. Auf der einen Seite kann man das den Hausärzten, glaube ich, nicht alles auflasten. Das Zimmer ist voll, die haben genug zu tun mit ihren Impfungen, mit was drumherum, was dem Tagesgeschäft. Ich habe dann auch noch die Überweisungen zu irgendwelchen, zum Pneumologen bekommen, zur Magen-Darm-Spiegelung. Aber wenn man als Betroffener dann zu Hause im Bett liegen muss und die Kliniken einen entlassen, weil man austherapiert ist, weil sie nichts mehr tun können, also irgendwo muss man halt hin. Ja. Das ist schwierig, weil wir haben, ja, und dann fängt man halt an, so wie wir es alle gemacht haben. Wir sind bei Facebook, da sind Tausende, also 9000 Mitglieder in Gruppen, in Selbsthilfegruppen. Daraus haben sich ein paar Spezies, nenne ich es mal, zusammengefunden in einer WhatsApp-Gruppe. Und aus dieser WhatsApp-Gruppe haben sich nochmal 5 Spezies zusammengefunden. 4 davon sieht man jetzt hier. Und wir haben eine Kampagne gegründet, die nicht genesen heißt, eine Instagram-Kampagne. Da kann Ricarda nochmal was zu sagen. Ja, mit so einem Hashtag davor. Genau. Bevor wir da einsteigen, würde ich gerne noch was sagen, wenn es okay wäre. Und zwar, wir haben jetzt über die Ärzte geredet und dass die Allgemeinmediziner teilweise überfordert sind. Die haben gar nicht die Zeit und ja, die Mittel, das Ganze zu behandeln. Und auch, die sind auch gar nicht informiert, das ist ja nicht deren Aufgabe. Ne? Und jetzt gibt es ja diese Post-Covid-Ambulanzen und Long-Covid-Ambulanzen. Ja. Man sagt, dass die für alle verfügbar sind, ist es aber nicht so. Also ich habe jetzt 8 Monate auf so einen Termin gewartet und dann ist das nächste Problem, die sollten eigentlich sehr gut informiert sein, sind aber teilweise auch nicht sehr gut informiert.
weil sie auch nicht auf dem aktuellen wissenschaftlichen Stand immer sein können. Und jetzt ist das nächste Problem, die arbeiten leider nicht interdisziplinär. Das ist dann meistens nur eine Abteilung. Also ich war in der Pneumologie, aber das ist jetzt so ein komplexes Krankheitsbild. Da müsste man eigentlich interdisziplinär zusammenarbeiten. Also Immunologie, Kardiologie, Pneumologie, Neurologie. Das funktioniert leider noch nicht. Und man arbeitet auch nicht innerhalb Deutschlands zwischen den Universitäten zusammen. Das ist dann meistens ein bisschen separat. Wie, welche Informationen hast du denn jetzt in dieser Long-Covid-Pneumologie bekommen? Also in welche Richtung ging das denn dann? Weil im Grunde genommen, wenn ihr häufig gar keine Lungen, also keine direkten Lungeneinwirkungen habt, ja, außer vielleicht neurologischen, was haben die denn dann gesagt? Ich meine, dann sind ich habe ganz klar zum Arzt gesagt, ich weiß, meine Lunge ist super. Das weiß ich durch mehrere Untersuchungen. Aber ich bin mal froh, dass ich jemanden quasi hier habe, der quasi sich als Experte für Post-Covid ja, bezeichnet. Und dann habe ich gesagt, meiner Meinung nach ist es eine Autoimmunreaktion und dementsprechend müsste man auch behandeln. Und er hat gesagt, er kann mir nicht helfen, er ist ein Pneumologe. Ja, ich verstehe, ich verstehe. Genau. Ich wollte, bevor ihr gleich zu der Kampagne noch kommt, euch nochmal was fragen. Also mir ist aufgefallen, ich habe extrem viele, wie ich das ganz am Anfang gesagt habe, Mails von Leuten mit ME/CFS bekommen. Und das schmilzt ja so ein bisschen zusammen mit Long-Covid, weil ihr jetzt ja selber euch sehr viel damit befasst. Haltet ihr das für möglicherweise irgendwie aus eurem Gefühl heraus, ne? Mehr kann man ja jetzt im Moment noch nicht sagen, für was Ähnliches oder denkt ihr, dass das was anderes ist? Also ihr seht da sehr viele Ähnlichkeiten. Könnt ihr das mal ein bisschen beschreiben? Nur so ein paar Stichworte, die euch durch den Kopf gehen, wo ihr so Ähnlichkeiten seht. Ja, das Stichwort Fatigue, also der Name sagt ja, ME/CFS ist ja Chronic Fatigue Syndrom und bei einem sehr hohen Prozentsatz an Leuten ist eben die Fatigue ausschlaggebend. Und das ist auch für viele das Belastendste, vor allem auch mit der PEM, also dass eine Zustandsverschlechterung nach Belastung stattfindet. Das ist sehr kennzeichnend für dieses Krankheitsbild. Sag nochmal kurz, was PEM heißt. Post-exertionell Malaise. Also quasi nach einer Belastung findet eine Zustandsverschlechterung statt. Manchmal direkt danach, aber manchmal auch erst 24 bis 72 Stunden nach der Belastung. Das macht das Ganze nochmal viel schwieriger. Ja, und diese sehr schwer erkrankten Chronic Fatigue-Leute, die müssen ja auch so eine extreme Lebensplanung durchführen, damit sie überhaupt irgendwas also einkaufen können oder so, weil sie danach halt so platt sind. Wie ist das denn bei euch jetzt? Seid ihr auch schon so weit? Ja? Also ich hatte eine postvirale Fatigue, wie gesagt, ich bin ja jetzt seit über einem Jahr schon dabei. Mhm. Die Fatigue bessert sich zum Glück. Also das war auch meine größte Angst eigentlich, dass ich da nicht mehr rauskomme. Das wird besser, aber mein Lebensgefährte vergleicht das so mit geschnittenem Brot. Also gesunde Menschen haben unendlich viele Scheiben Brot zur Verfügung und wir, je nach Ausprägung, haben halt eben nur eine gewisse Anzahl am Tag. Und die müssen wir uns halt eben auch extrem einteilen, damit wir den Tag schaffen. Ja? Wenn wir zu viel machen, ob es jetzt kognitiv oder körperlich ist, dann gibt es halt einfach diese Verschlechterung der Symptome. Und das ist halt, wie gesagt, verschieden ausgeprägt und für viele bedeutet es wirklich, dass sie tagelang oder auch bis zu Wochen in abgedunkelten Räumen liegen, kein Fernsehen, kein Licht, keine Stimmen, keine Berührungen ertragen können. Und das ist halt schon, also das trifft uns dann auch immer sehr, da leiden wir immer sehr mit. Weil ich glaube, dass viele Long-Covid-Patienten somit die einzigen sind, die Menschen mit ME/CFS wirklich verstehen können, also was das tatsächlich bedeutet, wenn man so leben muss. Kannst du mal ein Beispiel von dir sagen, was so eine Situation war, wo du selber total überrascht warst, dass das jetzt irgendwie so eine Erschöpfung erzeugt hat? Also der Klassiker ist ja Treppensteigen, ne, normalerweise, aber da fallen dir wahrscheinlich noch 100 andere Sachen ein. Ne? Ja, also ich kann es tatsächlich gar nicht mehr so zurückverfolgen, was genau so das Schlimmste war. Ich weiß nur, ich bin ein sehr stressresistenter Mensch eigentlich. Ich bin multitaskingfähig. Ich habe viel mit Schnittstellen und Prozesserstellungen und so weiter gearbeitet und das hat halt nicht mehr funktioniert. Und bis ich aber tatsächlich rausgefunden habe, was der Grund für meine Verschlechterung ist, das hat schon sehr lange gedauert. Also ich bin dann auch immer so in diese Höhen und Tiefen gekommen und habe das mittlerweile aber ganz gut im Griff. Aber denkst du, dass deine Arbeit an sich, die du nicht mehr in den Griff bekommen hast, das war, was die Verschlechterung bewirkt hat? Oder denkst du, es war irgendwas, wo du es eventuell gar nicht weißt, was es war, was bewirkt hat, dass du deine Arbeit dann nicht mehr richtig hingekriegt hast? Nee, es war definitiv das zu viel. Also entweder das, ich habe mich aufs Rad gesetzt und wollte Fahrrad fahren gehen, ja, und habe das auch gemacht und war danach dann zu Hause. Oder aber ich habe mir halt versucht, irgendwie ein Buch reinzuziehen, was halt überhaupt nicht funktioniert hat. Also einfach dieses zu viel. Also jeder hat so seinen individuellen Wert.
Aber wenn man dieses zu viel überschreitet, rutscht man halt einfach wieder in den Symptomen und in der Kraftlosigkeit zurück. Das scheint da ja könnte ich vielleicht noch ein bisschen was zu sagen, wenn es okay ist. Viele arbeiten da mit Tagebüchern, die schreiben auch, was habe ich heute gemacht? Und wenn es ihnen übermorgen schlecht geht, schauen sie, was haben sie vorgestern zu viel gemacht. Ich zum Beispiel habe angefangen, mit so einer Smartwatch zu arbeiten, meine Schritte zu zählen. Ich hatte eine Phase, da habe ich nicht mehr als 3.000, 4.000 Schritte pro Tag geschafft. Das hat ein normaler Mensch, wenn er einfach ein paar Mal in der Wohnung rumläuft. Ne? Oder halt auch auf den Puls. Da gibt es auch eine gewisse Formel, man muss irgendwie 210 minus Lebensalter oder so. Wie war das? 220 minus Lebensalter und davon 60%. Das ist oder die Formel. So. Und auf jeden Fall hat man dann eine Grenze, die man nicht überschreiten darf. Und wenn man das tut, dann geht es einem auch danach schlecht. Ach, das ist schon, das ist euch schon bekannt. Also solche Formeln kennt ihr schon untereinander. Ja, aber nicht von Ärzten. Das hat man sich alles selbst erarbeitet. Ja. Ich verstehe. Also es hat ein Arzt eine Empfehlung rausgegeben, auch eine Leitlinie, der auch mit ME/CFS schon viele Jahre in Kontakt gekommen ist. Das ist der Dr. Stingel aus Wien, der auch Telemedizin anbietet, aber völlig überlaufen ist. Und diese Leitlinie, die er ausgegeben hat, die ist tatsächlich auch für einen Laien verständlich. Ja, und da steht unter anderem so die Formel drin. Und Sie haben es ja angesprochen, mit der ME/CFS-Community sozusagen stehen wir ja auch eng im Austausch. Und tatsächlich ist es nicht, was man so, also das typische Bild von ME/CFS, die müssen den ganzen Tag schlafen, das trifft nicht immer zu. Ja, die haben auch POTS, die haben auch, die müssen auch überlegen, wie wir schaffen es im Stehen zu duschen, müssen sie wieder im Sitzen Zähne putzen. Die haben auch überaktivierte Mastzellen, die diese ganzen Entzündungsstoffe und diese Entzündung im Körper auslösen. Ja, also sag mal kurz, was POTS schon viel länger. Sag mal kurz, was POTS sind, weil ihr das immer so als. Das ist postulates orthostatisches Tachykardiesyndrom. Das ist genau das, dass im Liegen noch alles funktioniert, im Aufstehen halt nicht, was Puls und Blutdruck angeht. Und da haben die ME/CFS-erkrankten Betroffenen auch Probleme mit. Also das ist eine ganz, ganz große klinische Überschneidung auch von dem Bild her. Also ja, von daher würde ich schon sagen. Und ME/CFS ist auch seit Jahrzehnten eine ignorierte Erkrankung. Das macht es halt auch für Long-Covid jetzt nicht unbedingt besser. Ne? Also auch da ist jahrelang nicht wirklich was passiert. Und das, ja, weiß nicht, hätte man da einfach vorher schon mal sich der Sache angenommen und gewidmet. Ich meine, das betrifft genauso viele Menschen wie MS. Und dafür gibt es Therapien, Medikamente, Ärzte, Anlaufstellen. Das gibt es für ME/CFS halt alles nicht. Dann hätten wir, was diese postviralen Erkrankungen betrifft, auch schon viel mehr Wissen. Ja gut, die Gründe dafür sind, glaube ich, uns allen klar, woher das kommt. Ich wollte dann nur mir selber mal antworten sozusagen, also um das kurz zusammenzubinden vom Anfang. Also es ist offensichtlich keine rein oder zumindest nicht hauptsächlich genetische Sache. Zumindest ist Erblichkeit bisher jetzt euch noch nicht aufgefallen, also erbliche Neigungen zu irgendwelchen Immunschwächen oder Ermüdungserscheinungen oder wie gesagt, man weiß ja nicht genau, was es ist. Also das können wir im Vergleich zu anderen klar genetischen Erkrankungen, jetzt sagen wir mal, es ist auch noch möglich, dass es solche Einflüsse gibt, aber die sind euch nicht bekannt geworden. Das wollte ich nur noch mal sagen, weil wir auf dem Kanal ja auch manchmal also ganz klar genetische Erkrankungen haben. Ne? Ihr habt jetzt von eurer Kampagne gesprochen. Was bietet ihr euch da gegenseitig oder was können andere Menschen, die euch ansprechen, da beitragen, lernen, erwarten? Weil ich meine, ihr könnt jetzt ja nicht, könnt ja kein riesiges Forschungsprojekt, ein klinisches aus wahrscheinlich stemmen. Ne? Das ist ja nicht möglich. Also vielleicht kann ich da mal was zu sagen. Und zwar nach diesen 3 Wochen, die ich da nicht mehr genesen sollte, bin ich in diese Selbsthilfegruppen, die es da überall auf Facebook und sonst wo gibt, eingestiegen. Ich habe festgestellt, Mensch, das sind ja fast 15.000 Mann, die sich hier austauschen. In Deutschland, also deutschsprachig, ne? Ja, und ich bin dort rein und war erschrocken, also wie sehr sich die Symptome ähneln, ja, von diesen 15.000 Menschen. Also fast jeder redet über Muskelschmerzen, über Gelenkschmerzen. Und ich bin da auf Menschen getroffen, die wirklich nach einem Gespräch mit mir wieder 2 Tage Pause brauchten, sich Ohrenstöpsel und Sonnenbrille aufsetzen mussten. Und eigentlich habe ich gedacht, also hier kann ich nicht genesen, hier kann ich nur noch viel kranker werden, weil das hat mich so deprimiert gemacht. Jeder redete von einer Chronifizierung, vielleicht hast du in einem halben Jahr selbst ME/CFS und das macht einen einfach wahnsinnig, ja. Und ich habe gedacht, nee, also irgendwas müssen wir machen, weil sonst liegen wir wie ME/CFS irgendwo in der Schublade und keiner kümmert sich um uns. Viele Patienten, die da drin waren, waren 2 Jahre schon erkrankt und reden immer noch darüber, welche nächste Pille sie jetzt ausprobieren wollen. Dieses Nahrungsergänzungsmittel, also das hat mich wahnsinnig gemacht. Und ich habe gedacht, nee, wir müssen hier was machen.
Und wir sind dann in so einer WhatsApp-Gruppe zusammengekommen, damit man nochmal schneller agieren kann und sich austauschen kann. Und dann schickten mir junge Leute wirklich Bilder zu, 19, so alt wie mein Sohn, und lagen da im Bett hochqualifizierte Fachkräfte, die ihren Job nicht immer ausüben können, und das mitunter schon seit 2 Jahren. Und dann habe ich gedacht, okay, die Politik hat schon so viel von elendigen Geschichten gehört, von Kindern, die da liegen, von Menschen, die zur Toilette getragen werden müssen, aber es reagiert irgendwie niemand. Vielleicht sollten wir mal zeigen, welchen großen volkswirtschaftlichen Schaden wir hinterlassen, wie viele Millionen Menschen wirklich betroffen sind. Und vor allen Dingen, ja, haben wir dann uns die Porträts zugeschickt, wie wir selber da am Kopfkissen lagen. Und haben jetzt, also ich habe dann die Seite ins Leben gerufen und habe gedacht, wir werden jetzt die Menschen zeigen, welchen Job sie ausüben, aber eben nicht mehr ausüben, wie lange sie eigentlich arbeitsunfähig sind. Die Leute haben alle 2 Rehabilitationsmaßnahmen hinter sich, 3 Wiedereingliederungsversuche und liegen schlussendlich wieder im Bett, weil es bei dieser Krankheit eben nichts bringt, sich körperlich zu betätigen und die Menschen anzutreiben und zu treten und zu sagen, stell dich mal nicht so an, dann wird es schon wieder. Das, ja? Ach, die Reha bezieht sich auf sportliche, sozusagen körperliche Aktivierung. Dann auch, also solche Rehas gibt es auch, die dann einen körperlich wieder fit machen. Fast ausschließlich, ja. Ach so, ach du liebes bisschen. Oh Aber Gott. durch dieses PEM sind die danach, also haben die dann für immer gelegen, ja? Ja, klar. Also da habe ich schon Angst, eine Reha anzutreten, ehrlich gesagt, weil man will ja auch nicht als unkooperativ gelten, ja, aber das ist eben nicht das Mittel der Wahl, was immer dann den Patienten wieder auf Vordermann bringt, sondern viele liegen jetzt danach so runter, dass sie den Kopf nicht mehr aus dem Kissen heben können. Ja, klar. Mhm. Und so haben wir eben diese Seite, also diese Seite habe ich ins Leben gerufen und habe da gedacht, mal sehen, wie viel sich da melden, aber ich sollte da den Schrecken meines Lebens kriegen, weil innerhalb von 3 Wochen waren da, weiß ich nicht, wie viele Follower wir jetzt haben und wie viele Bilder uns eingesendet wurden. Und zwar deutschlandweit, also jedes Bundesland ist vertreten, ganz viel medizinisches Personal ist vertreten, Lehrer sind vertreten, das sind alles Berufe, die wir dringend brauchen, ja. Und dann haben sich hier nette junge Leute gemeldet, die alle so engagiert und motiviert sind wie ich und gesagt haben, okay, da machen wir mit, das zeigen wir jetzt mal der Welt, was eigentlich wirklich los ist, weil sonst wären wir wirklich totgeschwiegen und sagen, ach, die 5 Mann, die da zum Psychologen müssen, so ist es aber eben nicht, ja, und deswegen haben wir das gegründet. Das ist ja jetzt auch anstrengend, ne? Wenn ihr das alles koordinieren wollt oder so. Was würdet ihr euch denn von Leuten wünschen, die sich bei euch melden? Also ist klar, die sollen natürlich die Geschichte schildern und wie ihr auch schon gesagt habt, die volkswirtschaftlichen Ausfälle und so weiter schildern, um ein bisschen Druck zu erhöhen. Aber jetzt mal für euch persönlich, also wie viel könnt ihr denn, also wie viele Einzelgespräche könnt ihr denn führen oder überlasst ihr das dann lieber dem Diskussionsforum? Also wie löst ihr das, dass ihr nicht die Anlaufstelle für die ganze Welt werdet. Also das könnt ihr ja gar nicht leisten. Also wir bieten zum Beispiel keinen Austausch von Betroffenen. Das machen ja die Selbsthilfegruppe. Also wir kriegen wirklich nur Bilder zugeschickt. Wirklich Vorname, Alter, betroffen, arbeitsunfähig seid und den Beruf. Das heißt, bei uns macht auch in der Gruppe jeder alles, falls mal eben wer ausfällt. Weil man muss sich vorstellen, wir schaffen es dann in den 2 Stunden, wo wir fit sind im Kopf, aus dem Bett heraus, sozusagen die Bilder zu bearbeiten, die online zu stellen, ein paar Stories für Aufklärung der Follower übers Krankheitsbild. Genau. Aber wir nutzen auch einschlägige Literatur, um aufzuklären. In unseren Story-Highlights und Stories wird auf jeden Fall viel über die Krankheit auch berichtet. Mhm. Genau. Und die Einzelgespräche, die führt meistens dann Ricarda auch auch, wir haben ganz viele Kinder, die auch einfach betroffen sind. Also 10-Jährige, ne? Ja, wir können ja mal kurz, weil zum Thema Volkswirtschaft, ne, wenn die Kinder krank sind, zieht sich das Ganze ja noch weitere Kreise rein. Wie gehen denn die Kinder damit eigentlich um? Also wie empfinden die das? Also von denen wir wissen, ist es unterschiedlich. Also es gibt so kleine Kampfgeister, die halt trotzdem noch ihr Lachen haben, auch wenn sie den ganzen Tag auf Bett und Sofa liegen. Eine von unseren Betroffenen lernt aktuell wieder laufen. Also das ist halt ein ganz toller Erfolg, ne, an dem wir uns natürlich auch sehr freuen dann. Aber wir haben halt auch eben Kinder, die nur weinend ihre Eltern umklammern, weil sie auch keine Hilfe kriegen, weil sie aus Krankenhäusern entlassen werden in einem absolut desolaten Zustand. Ja. Und das ist halt, die sind nicht beschulbar, die sollten draußen sitzen, Eis essen, mit ihren Freunden um die Häuser ziehen, ja. Und das trifft uns dann natürlich auch immer sehr hart und die Kinder gehen halt unterschiedlich damit um.
Wie geht ihr denn in dem Zusammenhang? Ich weiß zwar, dass das jetzt wieder tausende von Kommentaren gibt, aber wir können ja mal wie Erwachsene drüber reden. Wie geht ihr denn jetzt damit mit der Empfehlung um? Sagt ihr jetzt, okay, es ist besser, sich impfen zu lassen, damit dann die Erkrankung nicht so schwer wird, weil das möglicherweise dann hinterher auch weniger starke neurologische und sonstige Ausfälle hat? Oder haltet ihr euch da komplett raus aus dem Ganzen? Ja, also wir halten uns da raus, einfach weil wir kennen die, die betroffen sind von Long-Covid ohne Impfung. Wir kennen aber auch die, die mit Impfung betroffen sind, mit Boosterimpfung. Und deshalb, also wir würden uns nicht anmaßen, irgendwelche Empfehlungen zu geben. Es ist nicht geklärt, warum reagieren gesunde, ungeimpfte Menschen, warum reagieren aber auch Menschen auf Impfung oder warum reagieren Menschen mit Impfung dann mit Long-Covid. Da ist einfach noch zu viel schwarz, was man nicht weiß. Wie ist denn eure Erfahrung mit anderen Ländern? Weil es ist ja schon so, also ME/CFS ist natürlich tatsächlich wie viele von den genetischen seltenen Erkrankungen, irgendwie interessiert das nicht groß. Natürlich, weil die Betroffenen sich auch kaum äußern können, logischerweise. Die können ja nicht so viel Energie da reinstecken wie andere Leute. Aber habt ihr den Eindruck, dass in anderen Ländern gute Anlaufstellen vorhanden sind? Oder ist das, also sofern ihr das überhaupt mitbekommen habt jetzt, oder ist das irgendwie weltweit das große Fragezeichen überall? Ja, also ich mache ja, wie gesagt, die Help-Apherese aktuell und viele aus dem Ausland kommen nach Deutschland. Mein Arzt, der die durchführt, der meinte, es gibt nur in Deutschland diese Geräte. Also es gibt sie sonst im Ausland so gut wie nicht oder gibt sie nicht. Und wir wissen von Dr. Kahn, der ja aus Lungenfacharzt aus England, der zu Frau Dr. Jäger kam, die so die erste hier in Deutschland war, die das begonnen hat mit den Apheresen. Und also mehr Berichte kenne ich jetzt nicht, dass in anderen Ländern da jetzt der große Durchbruch kam. Ja, weil was man vielleicht sagen kann noch, dass in anderen Ländern teilweise deutlich mehr in Forschung finanziert wird. Also die USA, wie viele Milliarden? 9 Milliarden in die Long-Covid-Forschung und in Deutschland sind es 8 Millionen gerade mal oder 6 Millionen. 6,5. Und wir haben aber auch mit der Kampagne kriegen wir auch ganz viele Anfragen tatsächlich aus dem Ausland. Also wir haben jetzt schon Österreich und Schweiz, den deutschsprachigen Raum schon erweitert. Wir haben mit Franzosen geschrieben, die haben auch 15.000er Selbsthilfegruppen. Und die wissen genauso wenig weiter. Also das vielleicht nochmal dazu, also da mitbekommen. Ich habe dann noch eine Frage, weil wir müssen ja so langsam mal ein bisschen Schluss machen. Aber ich finde, ihr habt das schon wirklich trotz der Kürze der Zeit extrem cool und einleuchtend und sachlich dargestellt. Wie geht ihr denn mit diesen ganzen, sagen wir mal, offensichtlichen Quatsch-Medikamenten um, die natürlich bei jeder rätselhaften Erkrankung immer sofort am Start sind? Also würdet ihr jetzt aus eurer Erfahrung sagen, also jetzt nicht medizinisch oder so, sondern einfach aus eurer Erfahrung, wir sagen, komm, lass sie halt, dann soll sie halt über eine tote Katze springen, wenn es ihr besser geht dadurch. Oder versucht ihr da auch irgendwie zu sagen, nee, komm, konzentrier dich lieber auf Dinge, die jetzt in unserer Community schon ein bisschen Wirksamkeit gezeigt haben. Also was macht ihr da? Wir sind, glaube ich, alle gut mit Nahrungsergänzungsmitteln versorgt. Wir unterstützen unsere Mitochondrien. Und klar, man muss ganz arg aufpassen, dass man nicht irgendwie in irgendwelche Fallen tappt mit Leuten, die das halt jetzt als Geldsegen sehen. Da beschäftigen wir uns auch mit, was macht Sinn, welche Befunde kann man bei Ärzten eventuell anfordern, um da Mangel oder sowas aufdecken zu können und wie kann man den Mangel dann beheben. Also du sagst gerade, ihr lasst euch testen, ihr habt ja auch schon erzählt, sogar teilweise MRT oder sogar Herz-MRT, dann habt ihr eure Blutwerte und so weiter und so. Das heißt also, das kann man sagen, ist in eurer Community eher überhaupt nicht das Problem. Also euer B12 und euer D und so weiter, das ist überhaupt nicht Gegenstand des Gespräches, weil ihr eben sowieso auf sowas aufpasst jetzt und dann eure Mitochondrien, wie du gerade gesagt hast, sowieso unterstützt. Ne? Ja, aber ich glaube, dass der großen Long-Covid-Masse da noch auch viel Wissen fehlt. Also wir sind natürlich extrem gut dabei, uns selbst aufzuklären. Wir wissen, an welche Quellen wir gehen müssen. Und ich glaube, dass das in der großen Masse noch nicht so ist. Aber auch da ist alles wieder Eigenkosten. Also Vitamin D-Wert muss selbst bezahlt werden. Also das
große Blutbild sagt auch noch nicht viel aus für die Dinge, die für uns wichtig sind. Ne? Also wenn ich jetzt zum Arzt gehe und sage, jo, mach mal ein großes Blutbild, um mal zu gucken, wo ich so stehe, dann sagt er, ja, ist alles total super. Aber man muss halt mehr in die Tiefe gehen und das ist dann beim Hausarzt wieder nicht gegeben. Ja klar, nee, ich sage das nur, weil wir haben manchmal Menschen, die halt irgendwelche Erscheinungen haben. Also ich bin ja Kriminalbiologe und da merkt man dann aber sofort, das sind jetzt wirklich relativ harmlose Dinge, die mit Vitamin D, B und so weiter, was ich vorhin schon gesagt habe, zusammen. Das wollte ich nur noch mal betonen. Mhm. Also nicht, dass ihr jetzt Ratschläge bekommt von irgendwelchen guten meinenden Leuten, die denken, ihr müsst halt einfach mal hier die Anti-Raucher-Tabletten vom DM euch besorgen. Ne? Nee, da sind wir schon recht reflektiert, was das angeht. Genau, ja. Jetzt zum Abschluss vielleicht, könntet ihr vielleicht alle nochmal sagen, ich weiß zwar, dass ihr jetzt das nicht, dass jetzt da keine Antwort drauf gibt, aber was wäre denn so ein Tipp für euch, wenn mich das jetzt erwischt? An wen kann ich mich denn wenden? Abgesehen davon, ihr macht ja eine Aufklärungskampagne und wollt auch ein bisschen Druck natürlich erzeugen. Aber was mache ich denn, wenn jetzt einfach mein Kind oder meine Mutter oder meine Schwester oder meine Ehefrau oder irgendjemand, wenn es die jetzt einfach so rumreißt, was würdet ihr so aus eurer bisherigen Erfahrung so alle vier nacheinander als guten ersten Tipp weitergeben wollen? Also man muss auf jeden Fall dranbleiben, immer wieder nachfragen bei dem Hausarzt, auch wenn er sagt nein, also Selbstinitiative ergreifen. Vielleicht auch dem Arzt mal ein bisschen Literatur mitbringen. Viele legen sich einen Ordner an mit diesen Wissenschaftlern, die da schon was veröffentlicht haben, wie Stingel. Genau, und dann auf jeden Fall erstmal alles fachärztlich abklären lassen, weil es im Grunde halt echt eine Ausschlussdiagnose ist. Und dann braucht man viel, viel Glück, dass man einen Arzt erwischt, der engagiert ist. Ja, hängt dann auch davon ab, wo man wohnt, ne? Wie weit man reisen kann und so. Mhm. Definitiv ja. Pacing. Also auf gar keinen Fall wieder 100% sofort geben, sondern wirklich auf sich achten und ausruhen und für sich sein Level finden und dem auch wirklich da auch wirklich drin bleiben und antientzündlich arbeiten mit Vitamin C oder ähnlichem. Vitamin D ist ganz wichtig, das ist ja auch jetzt immer mehr zu lesen. Ja, das also ich bei Vitamin C, also meine Meinung zu Vitamin C ist, dass es, glaube ich, wahrscheinlich nicht so ein Problem, weil die großen Studien das nicht viel Einfluss zeigen, aber es wird man zeigen, man kann zumindest nichts falsch machen, wenn man es in normalen, verträglichen Leveln auf das Maß bringt, was ein gesunder Mensch haben sollte. Ne? Ich habe noch eine kurze Frage, weil du mit dem Pacing das gesagt hast, also sozusagen den Ball ein bisschen flacher halten und dabei bleiben, das hast du ja gerade gesagt. Wie erkläre ich das denn meinen Freunden und Verwandten, die sagen, ja, was ist denn jetzt? Kannst du mal wieder bitte so wie früher sein? Was sagt man denn da? Tja, nein. Das ist sehr, sehr schwierig, wenn man vorher ein sehr aktiver Mensch war, den Freunden und Familien zu sagen, es geht jetzt nicht, weil wir sehen, man sieht es uns ja nicht an. Wir haben ja nicht, wie jemand, der ein gebrochenes Bein hat, einen Gips um. Und das ist total schwierig und auch immer noch nach den Monaten, auch nach einem 10-Minuten-Telefonat zu sagen, ich merke es, ich kriege Brain Fog, es geht nicht mehr, wir müssen auflegen. Natürlich hat das am anderen Ende erstmal, wirft das Fragezeichen auf. Und da sollen sich Freunde, Verwandte, also wichtig ist auch, dass man sich da einfach austauscht, ehrlich und nicht irgendwie versucht, was vorzutäuschen, dass man schon wieder kann und sich belesen. Also die Literatur ist ja da, es fehlt irgendwie nur an diesem, was Dennis schon gesagt hat, an diesem interdisziplinären Zusammentragen. Mhm. Ich glaube, ja, da müssen wir durchhalten einfach. Ja, Ricarda, hast du noch einen Tipp oder was aus deiner Erfahrung sinnvoll ist, was Leute wissen müssen, die es wegreißt? Ja, ich rede auch jeden Tag mit meinem 19-jährigen Sohn, der jetzt auch irgendwelche Long-Covid-Erscheinungen nach seiner Infektion hat und natürlich Sport macht als junger Mensch. Und ich ihm gesagt habe, vielleicht kannst du noch erstmal warten. Viele bekommen auch von den Ärzten gesagt, nach einer Virusinfektion muss man erstmal kurz auch mal dem Körper eine Auszeit gönnen und nicht gleich wieder lospowern. Ja, ansonsten würde ich mir wünschen, dass endlich mal klinische Studien stattfinden in Deutschland, weil wir sind schon 2 Jahre mit der Krankheit beschlagen und das kulturübergreifend und länderweit. Und immerzu wird versprochen, dass wir klinische Studien beginnen sollten. Und ich warte darauf, aber deswegen sind wir auch so ein bisschen ungehalten und wir werden demnächst noch eine Petition starten und hoffen, dass da also mindestens 50.000 Unterschriften zusammenkommen, weil wir dann auch vorhaben, im Bundestag anzukommen damit und zu landen und da richtig Dinge anstoßen zu wollen. Ja, also ich habe mich nicht damit abgefunden oder werde mich nicht damit abfinden, dass ich hier 2 Jahre irgendwo sitze und aus der Gesellschaft rausgefallen bin und hier alleine gelassen werde. Also das ist dringend nötig, dass jetzt endlich mal was losgeht, finde ich. Ja, was vielleicht noch wichtig ist, also
ganz, ganz viele Long-Covid-Betroffene hoffen wirklich auf das Medikament BC007. Das existiert schon, das wurde vorher für andere Zwecke genutzt und ja, das sollte man auf jeden Fall politisch und finanziell unterstützen, weil das macht eben genau das, was diese Immunadsorption macht. Es versucht oder es schafft es sogar, die Autoantikörper zu neutralisieren und zu binden. Genau, und es mangelt eigentlich nur noch an der Zulassung. Und wir hoffen halt darauf, dass es auch sowas wie eine Notfallzulassung gibt, was es auch bei der Impfung gab. Ja, genau. Richtig. Mhm. Ja. Ich denke, meiner Erfahrung nach, die großen klinischen Studien kommen wahrscheinlich tatsächlich mal wieder aus den USA, weil dadurch, dass die so viel Geld da reingießen, haben die einzelnen Abteilungen, wie ihr das vorhin ja auch geschildert habt, Neurologie, also Lungenheilkunde, Blutheilkunde, Gelenkheilkunde, da haben wir noch gar nicht von gesprochen und so weiter, die haben dann natürlich auch eine größere, die haben dann mehr Möglichkeiten, sich alle zu vernetzen, was dann halt in kleineren Ländern wie Deutschland manchmal nicht so gut geht. Aber ich finde, ihr habt das wirklich, also ich habe es verstanden. Nochmal auch an alle Leute, die halt sehr, sehr böse oft werden von ME, aus der ME-CFS-Community und die auch nie Interviews machen bis jetzt mit mir. Also wir sprechen euch genauso an. Ihr seid genauso angesprochen hier. Das ist jetzt nur einfach aus der Situation hat sich das ergeben, dass wir jetzt hier mit Long-Covid, einer Long-Covid-Aktion sprechen. Und ihr seid also genauso hier mit eingebunden und könnt euch angesprochen fühlen. Und dann bei der Petition, wenn ihr die jetzt macht, ihr vier oder ihr fünf mit der Unsicherheit. Ist auch nicht nur für Long-Covid. Tatsächlich fordern wir in der Petition auch den Ausbau der Forschung auch mit für ME-CFS. Genau. Ich denke auch, das wird wahrscheinlich wie bei psychiatrischen Erkrankungen, wird man vielleicht erkennen, dass das einfach so ein sogenanntes Spektrum ist, also dass das vielleicht einfach ein bisschen verschieden ausgeprägt ist, aber dass das vielleicht doch alles zusammengehört. Das werden wir dann bald erfahren. Aber ich finde, ihr habt das wirklich extrem gut dargestellt, was für ein extremer Abfuck das ist, besonders auch, dass man dann auf einmal nicht nur aus Berufen, sondern auch aus alltäglichen Tätigkeiten rausgezogen wird. Und, sehr gutes Wort, Abfuck trifft es ganz gut tatsächlich. Ja. Ja, ja. Könnt ihr noch einen Hashtag machen, Hashtag Abfuck. Ja, genau. Ja. Und dass das eben auch Träume zerstören kann, eine Kindheit zerstören kann. Natürlich kann es auch alte Leute treffen, also die sind natürlich genauso hier angesprochen, egal wie volkswirtschaftlich wichtig irgendjemand rechnerisch ist. Also das finde ich, das war sehr, sehr, sehr interessant. Macht euch darauf gefasst, dass ihr wahrscheinlich jetzt überschwemmt werdet, sobald ich das veröffentliche. Das ist so. Und ich hoffe, ihr könnt euer Pacing dann trotzdem beibehalten und lasst euch nicht von der Flut da wegschwemmen. Also wir möchten uns auch noch bedanken. Wir möchten uns ganz, ganz sehr bedanken. Die Chance auf jeden Fall für den Austausch, dass der hier gegeben war. Haben wir denn schon gesagt, wie die Kampagne heißt überhaupt, dass uns auch einer findet? Nicht genesen. Gut, Hashtag gut. Nicht genesen. Auf Instagram. Genau, nicht genesen bei Instagram. Ja. Wir haben auch eine E-Mail-Adresse. Das heißt, wenn man nicht bei Instagram ist, kann man uns auch unter info@nichtgenesen.org auch dort die paar Infos und das Bild zukommen lassen. Und alle anderen können auch das woanders noch verhashtaggen, dann seht ihr das zumindest. Also das würde auch gehen, ne? Notfalls, ja. Genau. Gut. Also vielen, vielen herzlichen Dank. Hier kann man ausnahmsweise mal wirklich sagen, ich wünsche euch gute Besserung. Das ist wirklich mal nicht eine Floskel, sondern wie ihr das vorhin schon gesagt habt, ihr versteht die Leute mit der ganz krassen Chronic Fatigue, aber ich verstehe aus vielen Gründen und aus anderen Gründen auch euch so ein bisschen. Und das muss wirklich aufhören. Also es gibt wirklich extrem seltene Erkrankungen, die auf der ganzen Welt dann nur ein, zwei Leute haben. Das könnt ihr auch auf meinem Kanal sehen. Das ist schon schlimm genug. Das ist wirklich schon schlimm genug, weil das lauter einzelne Menschen sind. Aber hier in eurem Fall zieht das natürlich noch viel, viel, viel weitere Kreise. Also, ich hoffe, dass viele Menschen, die sozusagen komplett gesund sind, euch da auch unterstützen. Sowohl bei der Petition, aber vor allen Dingen auch bei den Multicenter-Studien weltweit. Und hoffentlich hören es auch viele Mediziner und Medizinerinnen und schauen sich das mal an. Tausend Dank. Ja, vielen Dank.